Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Heute eine besondere Herausforderung, 07er Bleche Stahl unlegiert mit WIG verschweißen. Wo ist das Problem und was ist die Lösung? Das Problem ist doch ganz klar, wenn wir versuchen, solche dünnen Bleche miteinander zu verschweißen, läuft uns das Ganze auseinander und wir brennen sofort durch. Das kennt jeder. Und jetzt kommt noch die besondere Herausforderung, mach das mal an deinem Auto. Versuch mal Stoß auf Stoß in einer bestimmten Zwangslage, nur 07er Blech, so zu verschweißen. Du wirst verzweifeln, du wirst durchdrehen, wird sehr schwierig sein. So. Das Interessante ist aber, dass das WIG-Verfahren, also das WIG-Verfahren mit der Wolfram-Elektrode, ich zünde und gebe den Zusatz dazu, muss nicht unbedingt in dem Fall schlecht sein, es funktioniert, aber dafür müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Bestes Beispiel, mein erster Versuch heute, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich meinen Schweller, meinen selbstgebauten Übungsschweller dazu geholt, das kennen wir aus einem Video, das habe ich hier zugepunktet. Da gab es natürlich einige Kommentare, die gesagt haben, absolut unrealistisch. Ich sage euch hier, das soll einfach nur ein veranschauliches Übungsbeispiel sein, was man so nachbauen kann, was man verstehen kann. Ja, dass hier natürlich in der Realität die Sache nicht so schön laufen kann, das ist uns doch allen klar. So, jetzt bin ich hingegangen, habe quasi das dritte Stück dazu geholt, habe es hier angesetzt. Es war mit einer Bandsäge zugeschnitten, war schon relativ sauber. Hab die miteinander geheftet, Achtung, 07er Bleche mit WIG gepunktet. Das hat schon mal geklappt und dann habe ich hier oben eine Schweißnaht geschweißt. Hat super geklappt. So, hat super geklappt. Aber auch nur hier, muss ich dir ehrlich sagen, weil folgende Situation. Ich habe hier oben das Ganze verschweißt mit einem 1,2 mm Zusatz. Ja, Stahl unlegiert, 1,2 mm Stärke, nicht so dick. Dann habe ich eine 2,4er goldene Wolfram-Elektrode und habe bei meiner Maschine 30 Ampere eingestellt. Was wissen wir? Wir brauchen im Gleichstrom für Stahlbleche ca. 30 Ampere pro Millimeter. Wir haben aber 0,7er Bleche, müsste ich theoretisch mit der Leistung runtergehen. Ist aber praktisch nicht so optimal, weil das ist mir dann einfach zu wenig Energie. Ja? Also die 30 Ampere brauche ich schon. Der Punkt ist, damit das hier so gut klappt, und es war beim ersten Versuch nicht mit Kupfer unterlegt, ja, also absolut im Freien und es hat sich so, sogar noch nicht verzogen. Der Punkt ist einfach, es ist absolut sauber zugeschnitten. Ja. Das heißt, die Bleche sind sauber zugeschnitten, da ist kein Luftspalt, die sind gerade, sitzen Bombe ineinander und das macht es dir einfach mit WIG das Ganze zu verschweißen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du das Ganze jetzt nachmachst, nimmst du ein, zwei Zusatz, nimmst den Brenner, die Technik, du musst natürlich sehr schnell sein. Ja, das heißt, du startest, du siehst, der will, eigentlich startest du schon auf deinem Zusatz. Ja? Du startest nicht auf dem Blech, du legst den Zusatz hin, startest auf den Zusatz. Warum? Weil du ja die Wärme erstmal auf den Zusatz bringen willst, den ausschmelzen willst und das Ganze schön breit auf deinem Blech hier ablassen willst. Ja, quasi, weil wenn ich jetzt sofort auf meinem Blech starten würde, würde ich sofort durchbrennen. Dazu kommen wir gleich. Also die Problemstellen kommen zu Genüge, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Und die Lösung dafür und die Empfehlung, Fazit und sonstiges kommt gleich noch. So, aber für das erste Stück hat es ja so sehr gut geklappt. Das heißt, Brenner gezündet mit 30 Ampere und dann wie eine Nagelmaschine ganz schnell den Zusatz dazu gegeben. Ja, das heißt, wenn du ein bisschen zu langsam bist oder wartest, wirst du sofort durchfallen. Das heißt, hier zünden und dann tak, 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 tak. Du musst wirklich schnell sein. Dann funktioniert das auch. So, dann hatte ich die Sorge, dass sich das verzieht. Muss ich aber ehrlich sagen, bei diesem kleinen Stück, ja, bei diesem kleinen Stück, das ist ja auch quasi so gekantet. Das ist in einer bestimmten Form. Hier hat es nicht unbedingt sehr viel Möglichkeit, sich zu verziehen. Deswegen ist das eigentlich ja auch recht gut geworden. Wir haben natürlich auch sofort eine Wurzel gehabt. Ja, sind komplett durch. Das ist absolut in Ordnung. Das heißt, theoretisch kann man sagen, wir können 07er Bleche auf Stoß mit WIG im Kfz-Bereich Autoblech verschweißen. Aber ich sage euch dir ganz ehrlich, das ist theoretisch. Weil der Punkt ist einfach, wir holen mal die Muster von damals dazu. Ich habe hier auch ein Muster.
Das ist auch 07er Blech. Das ist punktgeschweißt mit einem Mack-Gerät. Das wird dir hier in dem Fall sehr einfach gelingen. Das kann jeder. Das mit dem Wickschweißen ist natürlich so ein Thema. Ja, das wird nicht jedem gelingen. Das Problem ist einfach, wenn du jetzt an einen Punkt kommst und du brennst durch, dann ist schon eigentlich alles im Argen, weil den Punkt wieder zuzumachen mit Wick beim 07er Blech ist schon ein Problem. Das sieht man auch hier. Das heißt, du versuchst jetzt hier mit der Leistung runterzugehen. Du gehst auf 25 Ampere, nimmst vielleicht einen kleineren Zusatz und versuchst das Loch zuzumachen. Das ist, machst einen kleinen Punkt und dann gehst du halt weiter um das Loch herum und versuchst es halt zuzumachen. Ja? Die Lösung hier, man sollte das Ganze mit Kupfer unterlegen. Das wird ja ein leichtes sein. Die Frage ist jetzt an einem Fahrzeug, kann man das mit Kupfer unterlegen? Hast du die Möglichkeit, was drunter zu klemmen? Und wenn du Kupfer unterlegst, dann muss das natürlich auch Bombe auf der anderen Seite liegen, damit es auch gut klappt. Weil wenn du da auch einen Luftspalt hast, fällst du ja immer wieder durch. Das heißt, hier ist die Technik. Du musst es genau sehen, das ist sehr filigran. Es ist halt sehr kompliziert, aber es geht nur die Bedingungen dafür müssen optimal sein. Jetzt noch mal kurz zurück. In der Regel wird das Ganze ja mit Mack gemacht. Das ist zu 99% überall so. Aber es gibt tatsächlich Anwendungen im Kfz-Bereich, im Oldtimer-Bereich. Das wird dann schon mit Wick gemacht. Da will man halt das Ganze noch präziser machen, noch sauberer machen. Bei Mack hast du halt Spritzer und man will quasi die Umgebung Area schützen und dann geht man gerne mal auf Wick zurück. Früher hat man das Ganze mit Autogen gemacht, noch schwieriger, mit einer Flamme, ja, zieh dir das mal rein, 07er Blech, fliegst, schmorst ja sofort durch. Also es ist schon, das heißt, wenn jemand das Ganze mit Wick macht, er muss es können, er muss die Erfahrung dazu haben. Das heißt, als Anfänger würde ich jetzt nicht unbedingt mit Wick empfehlen, solche Sachen zu machen, 07er Blech am Auto mit Wick, das ist der Horror. So, wenn du es aber trotzdem machen willst, dann schau bitte jetzt, was ich so heute gemacht habe. Wo waren denn meine Probleme? So, das erste Problem war ganz klar, hier in diesem Bereich, wenn du einmal durchbrennst, musst du das Ganze zumachen. Dann versuchst du das halt, unterlegst das Ganze mit einem Kupferklotz, ja, unterlegst das Ganze und dann kannst du schon zumachen. Sieht natürlich nicht so schön aus, ist überwölbt, ist so kratig, so nicht schön, ja, aber das ist nicht so tragisch, können wir ja alles runterschleifen. Aber Achtung, auch hier gibt es Probleme und zwar, jetzt schleifst du das runter und stellst fest, eine Seite hast du nicht so toll erfasst, vielleicht hast du da eine Lücke drin und du musst das Ganze nochmal mit Wick aufbauen und du hast von deinem 07er Blech schon ordentlich was runtergenommen und versuchst da einen Punkt abzulegen, boom, bist du durch und dann lässt sich das gar nicht mehr ordentlich zumachen. Das heißt, auch hier beim Schleifen, beim Nachbearbeiten sehr vorsichtig sein, versuche nur die Schweißnaht zu schleifen, nicht das Blech, weil du dünstest aus. Und dann ist das natürlich ein Problem. So, durch das Schleifen kannst du übrigens auch genug Temperatur reinbringen, dass sich das Ganze verformt. Ja? So, jetzt gibt es noch einen Punkt. Wenn ich die Temperatur aus diesem Blech rausnehmen will, wie gesagt, ich könnte das mit Kupfer unterlegen. Oder ich gehe hin und hole mir Druckluft. Und kann quasi auch hier den Moment runterkühlen. Weil im Endeffekt werde ich hier wie bei Max sein, immer ein Stück für Stück schweißen. Ja, also durchschweißen, wie hier, das sind seltene Fälle, die optimal vorbereitet sind, die so funktionieren. Ja. In der Regel wirst du, wie gesagt, beim Wick immer Stück für Stück, du siehst ja beim Schweißen, oh, der will jetzt gerade durch, da musst du sofort Halt machen, abkühlen. Du könntest natürlich hier mit einem Fußpedal arbeiten, den Strom sofort wegnehmen, aber ich finde einfach, du arbeitest ja schon mit 30 Ampere, ja, das ist schon so ein kleiner Lichtbogen. Und wenn du jetzt runter gehst auf 20 Ampere runter, du hast schon so einen kleinen Lichtbogen, da kriegst du nicht mal den 1 mm Zusatz vernünftig aufgeschmolzen, ja. Das heißt, meiner Meinung nach macht es hier Sinn, einfach den Prozess zu stoppen, abkühlen und dann weiter geht's. Aber wenn du mal durch bist, ist nicht so tragisch, Halt machen, vielleicht auf der nächsten Stelle nach dem Loch weitermachen und dann das Loch später wieder zumachen. Ja? Das ist alles nicht so tragisch, kann man ja alles wieder aufbauen, runterschleifen. Hier sehen wir aber auch schon ganz klar, dass das Wickschweißen zwar präziser und schöner ist, ja? Aber wenn halt die Voraussetzungen da sind und am Fahrzeug haben wir diese Voraussetzungen, da haben wir Dreck, Rost, Lack, das ist alles umso komplizierter. Deswegen ist halt das Mack-Verfahren hier, wenn wir mal auf Stoß arbeiten, dann ist das mit Mack schon viel einfacher. So, jetzt habe ich mir versucht, mal eine Situation zu schaffen, wie man hier sieht, quasi ein Blech, was nicht so sauber zugeschnitten ist. Und dann hast du halt so einen riesen Luftspalt, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Mack-Bereich ist das absolut okay, das kriegst du zu. Ja, kriegst du problemlos zugepunkt. Mack verzeiht auch sehr vieles. Ja.
weil es einfach die Energie kommt ja mit dem Zusatz, ja, der Zusatz wird aufgeschmolzen und quasi hier aufgelegt, ja. Beim WIC schmelzt es halt auf, du bist beim WIC halt viel schneller durch und du bringst eigentlich theoretisch beim WIC mehr Temperatur rein, also das Magma-Verfahren ist hier schon definitiv kälter. Aber hier haben wir so einen Fall, einen riesen Luftspalt, versuch das mal mit WIC zuzuschweißen. Das ist hier schon grenzwertig, das geht, aber du bist da Jahre unterwegs, ja. Dann muss man das halt mit irgendwas unterlegen oder ein Blech drunter legen oder wie gesagt Kupfer oder du schweißt den Blech drunter, aber dann hast du wiederum einen Bereich, wo sich Rost bilden kann. Das ist halt der Punkt. Ne? Wir wollen ja das Ganze Stoß auf Stoß machen. Ja, Stoß, das haben auch einige geschrieben. Warum? Weil zum Beispiel solche Geschichten wie hier, ja, ich habe ja hier quasi eine Überlappung, da kann sich Rost bilden. Deswegen macht man gerne im Schwellerbereich auch Stoß auf Stoß. Dann schweißt man es zu, verschleift es und dann kann man es von der Rückseite und von der Vorderseite quasi mit einem Rostprimer oder Versiegelung sicher machen, dass es halt nicht mehr rostet. Und das hast du beim Stoßschweißen, hast du halt nicht das Problem, dass sich da irgendwas noch irgendwo Feuchtigkeit eindringen kann, Korrosion entstehen kann und das Ganze rosten kann. So, kommen wir wieder zurück zu unserem Problem hier mit diesem extremen Luftspalt. Also das hier kriege ich noch zu, ja, wir haben hier teilweise 4 mm Luftspalt beim 07er Blech, aber das ist halt sehr schwierig, aber es geht. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, das war auch natürlich nicht sauber zugeschnitten, teilweise wellig, teilweise Luftspalt und dann habe ich das Ganze mit WIC geschweißt. Es geht doch, ich bin jetzt hier bei einem 07er Blech vom 1,2 mm Draht runtergegangen auf 1 mm und habe die Maschine auf 25 Ampere eingestellt und dann das Ganze gepennt. Das Problem ist, ich musste auch hier teilweise den Prozess beenden, weil du siehst, du kommst ja mit deiner Wärme, mit deinem Schmerz an und dann bildet sich wieder ein Loch und das will wieder auseinander, musst du stoppen und dann startest du wieder. Das heißt, du arbeitest hier höchstens einen Zentimeter für Zentimeter vorwärts und das Problem auch mit dem Runterkühlen, Kupfer drunter legen, es verzieht sich trotzdem. Ne? Also man sieht hier, es verzieht sich. Das habe ich beim MAC natürlich auch irgendwo, aber nicht so stark. Das heißt, wir haben hier wiederum einen Nachteil für das WIC-Schweißen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Versuchen heute würde ich so etwas niemals mit WIC machen. Ich würde das alles mit MAC machen, das ist einfach so. Und wenn ich das ordentlich mit MAC mache, dann wird das auch sicher sein. Versuchen wir das Ganze jetzt zusammenzufassen. Welche Vorteile sind da? Es ist natürlich sauberer. Ja, es ist sauberer. Du kannst es präziser machen. Ja, du kriegst eigentlich eine schönere Schweißnaht hin. Wenn alles stimmt und die Voraussetzungen sind da, musst du nicht sehr viel nachbearbeiten. Das ist natürlich der größte Vorteil. Aber das war es auch schon. Ja, höchstens noch der Punkt, dass du keine Spritze hast bei dem Prozess. Ja, aber dann ist auch schon Schluss. Also von Kosten her bist du ähnlich wie beim MAC. Also ich würde, wenn wir jetzt die Zeit berücksichtigen, dann bist du ja beim MAC viel schneller und das kostengünstiger unterwegs. Plus wir haben beim WIC das Problem, dass wir hier viel schneller durchbrennen, dass wir beim WIC-Schweißen viel mehr Erfahrung brauchen, viel mehr Übung brauchen. 07er Blech kann nicht einfach so jeder schweißen, auch wenn die Bedingungen da sind. Und das heißt, wenn du einmal das Ganze ausgeschliffen hast und du gehst schon unter 0,7 mm auf Material, dann kannst du dir sicher sein, du wirst immer durchfallen. Das ist das Beispiel hier. Das habe ich dünn ausgeschliffen, bewusst. Ich habe es bewusst so gemacht. Und dann brennst du halt immer wieder durch. Und dann ist ja auch nicht mehr viel zu retten, wie ausschneiden, neues Blech einsetzen. Ja. So, also für mich ist halt das WIC-Schweißen in dem Bereich Kfz nicht so ideal. Ja. Aber wie gesagt, wenn man es doch machen will, dann gibt es Hilfsmittel. Kupferplatte unterlegen, abkühlen, einen Punkt machen, wieder neu starten. Und so weiter, den passenden Zusatz dazu wählen und so weiter und so fort. So, kommen wir zu unserem Fazit. Es ist einfach so, machst du ein Auto fertig, ein Kfz-Blech, das wirst du mit MAC machen. Das ist einfach so, das wirst du mit MAC machen. Hast du ein sehr, ich sag mal, exklusives Projekt, ja, wo wirklich kein Spritzer irgendwo hinfliegen darf. Du kannst natürlich beim MAC-Schweißen alles abdecken, ja, aber trotzdem, wo du wirklich präzise, sauber arbeiten musst und du kannst es
und du arbeitest täglich damit, ja, dann würde ich das dementsprechend mit Wick machen. Man macht es ja noch mit Wick. Ja, es gibt Bleche, die werden mit Wick gemacht. Zum Beispiel Aluminium. Ja, dazu kommen wir noch. Also eine Aluminiumkarosse, die würdest du jetzt eher weniger mit Mick machen, die wirst du eher mit Wick machen. Da ist es nämlich ein bisschen andersrum. Das Problem ist einfach, dass wir beim Aluminiumschweißen, wenn wir den Zusatz aufschmelzen wollen und durch die Oxidschicht durchkommen wollen, dann brauchen wir halt sehr viel Energie. Und wenn wir dünnes Blech haben, sind wir sofort durch. Und hier kommt wieder das Wick-Schweißen in Frage, weil beim Wick-Schweißen, beim AC-Schweißen hast du diesen Frequenzwechsel, diese Polungwechsel. Das heißt, du kannst diese Oxidschicht aufreißen. Für dich ist es viel einfacher, Alu mit Wick zu schweißen, dünne Bleche, als mit Mick. Ja, das ist paradox, dazu kommen wir aber noch. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, das war mein Input für euch. Und nochmal hier, das sind alles Übungsbeispiele, um das Ganze zu veranschaulichen. Natürlich ist das was ganz anderes, wenn wir ein Auto auf der Hebebühne haben. Wir haben Stress, wir haben Zeitdruck, keine idealen Bedingungen, dass das Ganze natürlich noch komplizierter ist. Plus Zwangslage, das ist uns doch allen klar. Aber um das Ganze visuell hier zu machen, muss ich das ja irgendwie aufnehmen. Plus glaub mir, wenn die Kamera an mancher Stelle hier an ist und ich muss mich auch extrem verrenken, um da was vernünftig schweißen zu können, ja. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich wünsche euch was. Und natürlich habe ich euch lieb. Bis dahin, ciao.